So, Umsatzberechnung 1, gemischte Ausgaben sowohl aus dem präparativen als auch aus dem analytischen Teil. Der Titel Umsatzberechnung 1 lässt schon erahnen, es gibt möglicherweise sogar Umsatzberechnung 2, richtig, und ich kann schon mal anteasern, es wird auch Umsatzberechnung 3 geben. Das Video ist so aufgebaut, dass es Setzmarken gibt. Je nachdem, wie sich die Videos angucken, können Sie mit den Setzmarken zu den einzelnen Aufgaben vorspringen. Ansonsten steht die ganze Zeit während der Lösung einer Aufgabe die Aufgabe unten drunter, sodass Sie beim Vorscrollen unten immer erkennen können, bei welcher Aufgabe wir uns eben befinden. Dann wissen Sie, können Sie besser navigieren in dem Video. So, jetzt geht's aber los. Erste Aufgabe, wir starten. So, aus 3,8 Tonnen Natriumnitrat soll durch Zugabe von Schwefelsäure reine Salpetersäure hergestellt werden. Welche Masse Salpetersäure kann hergestellt werden? Das System, was dahinter steckt, ist, die stärkere Säure vertreibt die schwächere Säure aus ihren Salzen. Das heißt, die Schwefelsäure als stärkere oder stabilere Säure vertreibt die Salpetersäure als unstabilere, schwächere Säure aus den Salzen, nämlich aus dem Natriumnitrat. So. Dazu schreiben wir uns mal die Reaktionsgleichung auf. So, also Natriumnitrat, NaNO3, reagiert mit, bloß schön machen so, Schwefelsäure H2SO4 und das Ganze reagiert zur Salpetersäure, also HNO3. Und, jetzt besteht noch ein Salz, gucken wir uns mal an, was da für Reste sind. Da haben wir Sulfat, da haben wir Natrium. Also entsteht Natriumsulfat, Na2SO4 muss es heißen. Und weil wir im Natriumsulfat das Natrium zweimal haben, brauchen wir auch zweimal das Natriumnitrat. Daraus folgt, dass auch zwei Salpetersäure entstehen müssen. So, jetzt ist die Gleichung ausgeglichen. Stimmt alles. So, und jetzt machen wir mit Blau weiter. Die Molmasse von Natriumnitrat ist 84,995 Gramm. Die Molmasse von Salpetersäure brauchen wir noch, die ist 63,013 Gramm. Und Natriumnitrat müssen wir zweimal ansetzen. Salpetersäure haben wir auch zweimal. Könnte man eigentlich weglassen, weil es kürzt sich heraus, wenn wir das zweimal haben. Und jetzt ist ein Dreisatz. So. Das heißt, zweimal 84,99 Gramm reagieren zu zweimal 63,016 Gramm. 3,8 Tonnen sollen wir herstellen. Dreisatz, also dem gegenüberliegenden multiplizieren, mit dem Rest dividieren. Also 3,8 mal 2 mal 63,32 durch 84,995 und da kommt raus 2,82 Tonnen. Gramm kürze ich raus, Tonnen bleibt übrig. HNO3. Fertig aus. Schön ordentlich das Ergebnis doppelt unterstreichen. So, und fertig ist die Laube. Doppelt, klar. Zack, das war die erste Aufgabe. So, kommen wir zur zweiten Aufgabe. Wir haben hier Silberionen, die mit Aluminiumpulver in salpetersaurem Medium, also schreiben wir mal A plus auf den Pfeil, man könnte auch HNO3 auf den Pfeil schreiben. Reagieren. Das wird dazu führen, dass das edlere Metall ausfällt und das unedlere geht in Lösung. So, also Silber fällt aus und Aluminium bleibt in Lösung. Der ganz normale Dreisatz. Wir müssen nur beachten, Aluminium hat drei positive Ladungen, Silber nur eins, deswegen müssen wir Silber verdreifachen und dann fallen natürlich auch drei Silber aus. So, jetzt kommen als nächstes wieder die Molmassen der entscheidenden Reaktionspartner, das ist einmal das Silber mit 107,868 Gramm und zum zweiten die Menge an Aluminium, die wir einsetzen müssen, also die Molmasse von Aluminium, 26,9815 Gramm. So, weil wir Silber dreimal haben, müssen wir das verdreifachen und dann kann es auch schon mit der Rechnung losgehen. 50 Gramm Silber. Und jetzt kommt der Dreisatz. Gegenüberliegendes multiplizieren durch den Rest teilen. Also 50 mal 26,9815 durch 3 mal 107 und so weiter. Macht 4,17 Gramm Aluminium, was ausfällt. So, ordentlich mit dem Lineal.
interessante Reaktion. Wir haben Siliziumdioxid und wollen gerne aus diesem Siliziumdioxid Sand reines Silizium gewinnen. Wir nehmen dafür ein etwas unedleres Metall, nämlich Aluminium. Kann für vieles herhalten, wie man sieht. Und lassen das reagieren und dann entsteht Silizium als Element und das Sauerstoff geht zum Aluminium. Also entsteht Aluminiumoxid Al2O3. So, jetzt haben wir hinten drei Sauerstoffe. Vorne nur zwei, da müssen wir also einmal mit 3 multiplizieren, einmal mit 2, damit das wieder ausgeglichen ist. 3 Siliziumoxid, da ist also auch 3 Silizium hinten und jetzt sehen wir, haben wir noch 2 mal 2 Aluminium, also 4 Aluminium. Zack, ausgeglichen. Wieder die Reaktion, wieder für die Reaktionsgleichung die entscheidenden Partner, die Molmassen rausgesucht, das ist einmal für das Siliziumdioxid 60,084 Gramm und noch einmal für das Silizium rein 28,0855 Gramm, weil es dreimal ist, dreimal, vorne ist das Silizium auch dreimal, man könnte es wieder weglassen, weil es sich rauskürzen würde, ja, 3 durch 3 und 120 Gramm Sand eingesetzt, ergibt wie viel Silizium wieder gegenüberliegt, multiplizieren durch den Rest teilen und dann kommt raus 56,10 Gramm Silizium. Fertig aus. So, Linealchen. So. Und doppelt unterstrichen. Aufgabe fertig. So, nächste Aufgabe. Wir wollen Benzol. Das ist ja hier der Benzolring. Wollen wir zu Benzolsulfonsäure umsetzen. Dafür brauchen wir SO3 und Schwefelsäure. Und dann entsteht Benzol und einmal so ein Benzolsulfonsäure. SO3H. Schick. So, jetzt brauchen wir auch da wieder die Molmassen für die entscheidenden Reaktionspartner. 78,113 Gramm für das Benzol und 158,176 Gramm für die Benzolsulfonsäure. So, 80 Gramm Benzol setzen wir ein. 100% die Umsetzung, das heißt, wir können das gleich wieder über den Dreisatz ausrechnen. 80 mal 158 durch 78 macht 162,2 Gramm Benzolsulfonsäure. Lineal. Zweimal unterstrichen. Check. Endergebnis. Fertig. So, machen wir Aufgabe Nummer 5. Wir haben Benzol. Das soll zu Brombenzol umgesetzt werden. Deswegen male ich da jetzt schon mal so ein H hin. An das Benzol bräuchte man eigentlich nicht, aber das ist das H, um das es da gleich geht. Wir brauchen etwas Brom, das tritt nur im Zweierpack auf. Und etwas Eisenbromid. Ah, hoppala, ich sehe gerade hier Eisen-2-Bromid, das gibt es hoch, aber wir brauchen Eisen-3-Bromid, also bitte FeBr3 oben, wenn Sie Ihre eigenen Aufzeichnungen machen, wird dann zum Brombenzol und HBr wird dann noch frei, das Wasserstoff geht also dann da ab an der Stelle und bildet HBr. So, jetzt brauchen wir wieder die Molmassen für die entscheidenden Stoffe. 78,123 Gramm und 167,01 Gramm. Ja, 2,48 Kilogramm Brombenzolsäure herstellen. Auch wieder ein Dreisatz, auch wenn jetzt sozusagen das, die Zahl mal anders steht. Wir nehmen mit dem gegenüberliegenden Mal und teilen durch den Rest. Und dann kommt raus 1,23 Kilogramm Benzol müssen wir einsetzen. So. Als Zwischenergebnis einmal unterstreichen. Wir haben eine Masse, steht zwar jetzt nicht extra da, aber wir haben ja Benzol ist eine Flüssigkeit, wir haben auch eine Dichte gegeben. Das heißt, wir rechnen das jetzt mal ins Volumen um. 1,23 Kilogramm Benzol durch die Dichte 0,879 Kilogramm pro Liter. Wir schreiben mal Kubikdezimeter ganz ordentlich. Und das ist dann gleich
1,40 Kubikdezimeter oder Liter. Kilogramm kürze ich raus, ja, aber 1,4 Liter Benzol. Also das ist ein Endergebnis, das heißt also, in den anderen Sitzen Stift gezogen und zwei schöne sauber liegen drunter und fertig ist es. So, jetzt müssen wir Benzophenon herstellen. Das machen wir aus Benzol wiederum. Da ist auch wieder eigentlich ein Haar, was gleich reagiert. Das male ich jetzt mal nicht hin. Und dann haben wir noch Benzoylchlorid. Da ist also noch ein Kohlenstoff dran mit einem Sauerstoff. Und jetzt hängt da noch ein Chlorid dran. Das zieht ganz schön. Und dieses Chlorid wird sich jetzt verbinden mit dem Wasserstoff, der jetzt da von dem Benzol einmal rausguckt. Und geht dann an die Stelle des CSO, wie wir das hier sehen. Das heißt also, anstelle des Chlors sozusagen kommt jetzt sozusagen das Benzolring ran, das ist den Phenon und mit dem H und dem Cl wird dann einmal HCl draus. 78,113 Gramm Simolmasse vom Benzol, die brauchen wir, weil das sollen wir ausrechnen, wie viel wir davon einsetzen müssen. Und wir brauchen auch von dem Benzylchlorid, brauchen wir das Molekülmasse, auch das müssen wir ausrechnen, 140,569 Gramm, und von dem Benzophenon, von dem gehen wir aus, brauchen wir die Molekülmasse auch, 182,22 Gramm. So, dann sollen wir 230 Gramm Benzophenon herstellen. Das notieren wir. 230 Gramm. Jetzt machen wir zweimal einen Dreisatz, nämlich einmal mit dem Benzoylchlorid, mit der Molmasse des Benzoylchlorids mal nehmen, durch die Molmasse des Benzophenons teilen und dann kommen wir für das Benzoylchlorid auf eine Masse von 177,43 Gramm, die wir davon nutzen müssen. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem Benzol, da mache ich jetzt mal keine Pfeile, weil das wird sonst ein bisschen schwierig. Sozusagen soweit daraus folgt für das Benzol 98,595 Gramm. Schick. So, haben wir. Jetzt müssen wir noch die Volumina ausrechnen. Wir haben ja für beides die Dichte. Wir unterstreichen erstmal die Zwischenergebnisse sauberst und ordentlichst. So, zack. Und dann widmen wir uns der Umrechnung. Da. Stifte auswählen, also in der richtigen Farbe ist, wenn man das ja auch ganz toll machen. Ja. 98,595 Gramm von dem Benzol. Geteilt durch Dichte 0,879 Gramm pro Kubikzentimeter. Man könnte sagen pro Milliliter, aber pro Kubikzentimeter sind wir. Das ist ordentlich eigentlich. So, das ergibt dann 112,17 Kubikzentimeter Milliliter Benzol. So, Ergebnis doppelt unterstreichen. Und zack. So. Da haben wir also 177,43 Gramm ausgerechnet. Auch das teilen wir wieder durch die Dichte. So, machen wir das mal im Bruchstück ein bisschen länger, kriegen wir auch Kubikzentimeter drauf, durch 1,219 Gramm pro Milliliter, also wir schreiben wieder pro Kubikzentimeter. Was ich jetzt oben nicht gesagt habe, was aber vielleicht deutlich ist, Gramm kürzt sich weg. Das passiert natürlich auch da oben. Und dann bleibt nur Kubikzentimeter übrig. So kann man immer überprüfen, ob man übrigens auch richtig geteilt hat. Ja, wenn man jetzt aus Versehen mit der Dichte mal einnehmen würde, dann hätte man ja Gramm Quadrat pro Kubikzentimeter, dann wüsste man schon, ah, da stimmt wahrscheinlich was nicht. Ja. So weiß man immer, ob man richtig teilt oder nicht. So, dann kommen da raus 145
Kubikzentimeter, wenn zu Ölchlorid. So. Und rutsch. Sehr schön. Fertig. So, jetzt wollen wir Eisessig chlorieren und wollen damit Trichlor-Essigsäure herstellen. Wir nehmen also jetzt erstmal eine Essigsäure, Ca3COOH. Packen Chlor dazu, kommt auch wie Brom nur im Doppelpack. Und dann entsteht erstmal eine Essigsäure und dann kommt vorne 3 Chlor rein. So. Gut. Und dann entsteht natürlich auch HCl. Weil irgendwo muss ja die Wasserstoffe auch hin. Ne? So. Jetzt müssen wir das ganze System noch ausgleichen. Wenn wir da vorne 3 Chlor haben, dann brauchen wir auch vorne 3 Chlor. Das geht mit der 2 noch mühevoll, aber wir brauchen ja sowieso noch Chlor für die Salzsäure. Deswegen können wir da auch eine 3 einschreiben und dann ist die Formel ausgeglichen, über die Gleichung ausgeglichen. So, jetzt brauchen wir die Molmassen für die Essigsäure 60,053 Gramm und 163,393 Gramm. So, jetzt haben wir die Angabe in Liter. Das kann man nicht direkt in die Formel reinbringen. Wir haben also 2,83 Liter Essigsäure mal der Dichte der Essigsäure 1,050 Kilogramm pro Liter. Hoppala. Liter unten runter. Zack. So, rechnen wir kurz aus. Liter kürzen sich weg. Kilogramm bleibt übrig. Sehr gut. Haben wir 2,9715 Kilogrammse als Zwischenergebnis. Streichen wir einmal. Zack. So. Und das können wir jetzt oben in den Dreisatz einsetzen. Oh, ganz behende. Zack, da kommt es rein. 2,97 reicht Kilogramm. Mehr brauchen wir nicht mit dem gegenüberliegenden Mal nehmen, durch den Rest teilen. Typischer Dreisatz. Und was kommt raus? 8,08 Kilogramm Trichlor. Essigsäure. Oh Gott, ich merke schon, das wird ein langer Begriff. Trichlor, Essig, geht nach hinten, Säure, kurz nochmal, SRE, Punkt. So, genial, zweimal unterstrichen. Fini. So, 1,3 Pentadien sollen bromiert werden. Wir meinen also erstmal 5 Kohlenstoffe in Kette hin und jetzt 1,3, das heißt also die erste und die dritte Bindung wird eine Doppelbindung. Dann sortieren wir die Kohlenstoffe ran, alle. Da kriegt der letzte 2, da kommt einer, der hat wieder einen, dann kommt auch noch ein und der hat 2. So, jetzt packen wir Brom dazu. Und dann knacken die Doppelbindung auf und überall, wo eine Doppelbindung war, da ist jetzt Platz für ein zusätzliches Brom. Das heißt, ganz vorne kommt ein Brom ran an das zweite Kohlenstoff. Da ist jetzt noch Platz für ein Brom. Am dritten auch. Und am vierten erst recht. Nur am fünften. Der hat bereits 3 Wasserstoffe. Da ist nichts mehr zu löten. So, jetzt machen wir noch die restlichen Wasserstoffe hin, damit es ordentlich ist. So sieht das Zeug aus. So, um die Aufgabe zu lösen, brauchen wir wieder die Molmassen von den entscheidenden Reaktionspartnern, das heißt 68,118 Gramm für das Pentadien, 1,3 Pentadien und 159,808 Gramm für das Brom. Weil es zweimal da ist, müssen wir das multiplizieren mit 2. Ja, mehr brauchen wir nicht. So, jetzt die Frage, wie viel die Liter Brom brauchen wir, das heißt also
80 Milliliter Pentadiin sollen umgesetzt werden. Jetzt müssen wir also die erstmal umrechnen. 80,3 Milliliter, 1,3 Pentadiin multipliziert mit der Dichte 0,680 Gramm pro Milliliter. So, machen wir noch einen schönen Bruchstrich drunter. Ordentlich mit Lineal, wie sich das gehört. So, schwupp. Und dann haben wir Milliliter, sehen wir gleich, können wir kürzen. Das heißt, wir sind mit unserer Rechnung richtig, ne? Gramm bleibt übrig. Das wollten wir haben. Und wir haben 54,604 Gramm. 1,3 Pentadiin. Das können wir einsetzen als Zwischenergebnis oben in unsere Gleichung. Da kommt es rein. Und ist wieder ein ganz normaler Dreisatz. Ja. Die 64,604 Gramm werden multipliziert mit den 2 mal 159,808 und geteilt durch den Rest, sprich die 68,118 Gramm. So läuft es. Und dann haben wir ein Ergebnis von 256,21 Gramm. Tada! So, lineal, so ordentlich unterstrichen als Zwischenergebnis. Weil jetzt ist ja noch die Frage, wie viel Milliliter Brom brauchen wir? Jetzt haben wir die Masse an Brom. Das müssen wir jetzt noch wieder mit der Dichte umrechnen in Milliliter. Das heißt, wir nehmen 256,21 Gramm Brom. Durch die Dichte. Und die ist 3,14 Gramm pro Kubikzentimeter. Zack, Gramm können wir rauskürzen. Kubikzentimeter wird übrig. Wir wissen also, wir haben richtig gerechnet. Das Ergebnis sind dann 81,6 Kubikzentimeter. Doppelt unterstreichen. Fertig ist es. So, dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Wir haben Natriumacetat, also Konstruktoressigsäure, und nehmen statt des Wasserstoffs Natrium. Und das setzen wir um mit Acetylchlorid. Auch was wie Essigsäure, nur dass das OH ausgetauscht ist gegen ein Chlor. So, das soll dann reagieren zu Essigsäureanhydrid. Das ist ein Schnitt der Natrium und Natriumchlorid, wie man sieht, ne? Und wo das O ist am Natrium, da ist die Bindungsstelle zu dem anderen Molekül Essigsäureanhydrid. Wenn man da jetzt Wasser dazu kippen würde, dann würde zweimal Essigsäure entstehen. Wir brauchen wieder die Molmasse vom Natriumacetat und vom Acetylchlorid. Müssen jetzt ausrechnen, wie viel Acetylchlorid wir brauchen, um 2,8 Kilogramm Natriumacetat umzusetzen. Also 2,8 Kilogramm Natriumacetat, wieder Dreisatz. 2,68 Kilogramm Acetylchlorid. Das ist nur die halbe Miete. Wir müssen ja ausrechnen, wie viel Liter wir davon zugeben müssen. Das heißt also, wir nehmen mal die 2,68 Kilogramm. So, stellt sich mal der Stift irgendwie um. Kilogramm. Teilen durch die Dichte 1,104 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Kilogramm kürze ich
raus und als Ergebnis haben wir dann 2,427 Kubikdezimeter oder auch Liter, könnte man sagen. Ja. So, zack. Ja. CR3C. OCL. Schwupp. Schreiben wir nochmal. Den Namen vorher zwei Werten. Acetylchlorid. Gut. Das ist das Ergebnis. Das Endergebnis. Wenn wir das natürlich zweimal unterstreichen. Schwupps. Und nochmal. Zack. Fertig. So. Als nächstes kommen wir zur Oxidation von Benzaldehyd. Der schmeckt ein bisschen nach Mandeln, wenn sich der eine oder andere erinnert. Das wird zur Benzoesäure durch Oxidation vom Benzaldehyd. Das geht normalerweise auch automatisch. Man hat in den Flaschen häufig oben so einen kleinen Kranz von Benzoesäure drumherum. Man kann das aber auch provozieren durch ein Oxidationsmittel. Hier Kaliumpermanganat kommt zum Einsatz, weil man ja einen so einen Sauerstoff alleine da nicht so richtig hinkriegt, muss man es eigentlich verdoppeln. Wir machen das hier richtigerweise mal, obwohl es für die Berechnung völlig ohne Belang ist. Ja. Ob man jetzt das, es wird sowieso durcheinander geteilt und ob man dann 2 durch 2 durcheinander teilt oder ob es kann sein, das ist eigentlich egal. Das heißt, wir haben zweimal die Mombas von dem Benzaldehyd, also 106,123 Gramm und die Mohrmasse von der Benzoesäure, also zweimal 122,122 Gramm. Jo. Jetzt kommt ja die Aufgabe, dass wir 280 Gramm Benzoesäure herstellen wollen. Das heißt, wir machen wieder einen Dreisatz, gegenüberliegend multiplizieren, durch neues Teilen, wie wir schon die ganze Zeit hatten, und dann kommen wir darauf, dass wir 243,32 Gramm Benzaldehyd einsetzen müssen, aber das ist ja gar nicht die Frage. Sondern wir müssen ja Milliliter ausrechnen. Das heißt also, wir müssen da nochmal mit der Dichte ein bisschen was machen. 243,32 Gramm. Zack. Mal. Schon Bruchstrich gemalt. So. Durch die Dichte von Benzaldehyd bei 1,05 Gramm pro Kubikzentimeter, Gramm 40 raus und das Ergebnis ist 231,7 Kubikzentimeter oder auch Milliliter Benzaldehyd, was einzusetzen ist. Zweimal unterstreichen. Ja, ordentlich. Zack, zack. Die nächste Aufgabe ist interessant. Wir hydrieren eine organische Substanz und setzen dafür Wasserstoffgas ein. Und das Wasserstoffgas wird über Wasser aufbewahrt. Das stellen wir uns mal vor. Wir haben also einen Bottich. Bottich, da ist Wasser drin und darüber haben wir ein Gefäß, Becherglas oder was immer, und da blubbert jetzt der Wasserstoff rein und da haben wir den Wasserstoff aufgefangen. Überm Wasser. So, jetzt gucken wir uns das mal unter einer Lupe an, ganz genau. So, Lupe. Das Wasser selber verdampft ja auch, das heißt, es erzeugt auch etwas Druck durch die Bildung von kleinen Dampfwassermolekülen. So, und dieser Wasserdruck oder dieser Druck, der vom Wasserdampf erzeugt wird, der liegt bei 23 Millibar. Und der Druck, der insgesamt herrscht, ist 1080 Millibar. So, das heißt, dass der Wasserstoff, der aber über dem Wasser aufgefangen wird, der hat nicht die 1080 Millibar an Druck,
sondern 23 Millibar kommen ja vom Wasser, die müssen wir abziehen. Und dann haben wir den Druck, der vom Wasserstoff erzeugt wird. Ausrechnen tun wir das Ganze mit der Gasgleichung P mal V gleich N mal R mal T. Wir wollen ja V ausrechnen, das heißt, wir müssen P einmal darüber bringen und durch P teilen quasi. Zack. So. Und dann können wir das alles einsetzen. Wie geht denn immer der Radiergummi an? So blöd. Also wir haben 1,03 Mol Wasserstoff. Dann haben wir R mit 0,08314. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn die Einheit? Also dadurch, dass wir Druck unten haben, müssen wir Bar nach oben setzen. Dadurch, dass wir Volumen raus haben wollen, müssen wir Liter nach oben setzen. Dadurch, dass wir die Molmasse oben haben, müssen wir durch Mol teilen. Und dadurch, dass wir die Temperatur oben haben, müssen wir durch Kelvin teilen. Also Bar mal Liter durch Kelvin durch Mol. Das ist die Einheit. Also wenn man sich das nicht merken kann, muss man einfach nur gucken, was will ich hinten raus haben. Liter. Das muss über dem Bruchstrich stehen. Und ansonsten muss man nur gucken, dass man möglichst alle anderen Einheiten irgendwie wegkürzen kann. So 293 Kelvin quetschen wir da oben noch hin und dann kommt unten der Druck. Da müssen wir jetzt, wie gesagt, 1080 Millibar, also 1,080 Bar minus 23 Millibar. Also noch 21 mal 10 hoch minus 3 Bar, Klammer zu. So, dann sehen wir Bar kürzlich weg, Kelvin kürzlich weg, Mol kürzlich auch weg. Guck mal, bleibt nur noch ein Liter übrig. Dann rechnen wir das alles aus. Und wir kommen auf 23,7 Liter Wasserstoff. Da streichen wir auch zweimal. Und dann sind wir durch. So, neue Aufgabe, neues Glück. Wir haben eine Bleiverbindung. Einmal Pb2+. Und erzeugen mit Schwefelsäure daraus Bleisulfat. PbSO4. Das wird ausfallen, als sie sich lösen lässt, und dann bleiben 2+ übrig. Damit ist die Gleichung ausgeglichen. Alles schick. So, jetzt haben wir die Molmasse von Blei, brauchen wir 207,2 Gramm pro Mol, und von Bleisulfat 303,3 Gramm Bleisulfat pro Mol. So, jetzt haben wir 0,1047 Gramm Bleisulfat und daraus folgt über einen Dreisatz wiederum, nicht mal 207 durch 303, 0,0715 Gramm Blei. Sagen, wie viel Blei ist denn da drin in unserem Dingens, und da kommen wir auf W gleich 0,0715 Gramm mal 100 durch die Masse der Bleiverbindung, also 0,1053 Gramm der Bleiverbindung. Gramm kürzlich raus, und dann haben wir ganz toll W. 67,9% Blei in der Verbindung. So. Ich muss schon ausrichten, oh, da bin ich unterstrichen. Das ist das Ergebnis, weil ich. Tada. So, jetzt kommt was ganz Ekliges. Wir wollen aus einer Chromatlösung, das ist CrO42-, wollen wir Chromat, das Barium und Chromat rausfällen. Wir geben also ein Bariumsalz, zum Beispiel Bariumchlorid oder so ein Schmutz. Und dann fällt Bariumchromat aus. Hübsch gelb. Aber Chromate, hübsch giftig.
jedenfalls in der Oxidationsstufe 6. Wir brauchen die Masse von dem Chrom, nämlich nicht das Chromat, sondern wir berechnen sozusagen statt des Chromats berechnen wir das eine Chrom. Das ist 51,96 Gramm. Das machen wir deswegen, weil wir hinterher auch Chrom ausrechnen sollen. Wir sollen ja Chromat ausrechnen. Ja? Und da in einem Chromat ein Chrom drin ist, nehmen wir sozusagen die Molmasse vom Chrom. Hinten das Bariumchromat 253,32 Gramm und 143 Milligramm Bariumchromat haben wir erhalten. Daraus folgt, dass vorne 29,54 Milligramm Chrom drin gewesen sein müssten. So, in den 50 Millilitern. Jetzt ist aber die Frage, wie viel haben wir denn pro Liter? Das müssen wir erstmal ausrechnen. Wir haben also. So, grüner Stift. 29,54 Milligramm. In 50 Milliliter. So, jetzt sieht man, kann man was ganz Tolles machen. Das Milli kürzt sich quasi weg mit Twitch und dann haben wir Gramm pro Liter. 0,5907 Gramm pro Liter Chrom in dieser Polier. So, kommen wir zur nächsten Aufgabe Nummer 14. Wir haben Zinksalz und geben dazu Sulfide und dann entsteht Zinkblende oder Zinksulfid. Das fällt aus und ja, weil wir keine Gegenionen haben, passiert nichts weiter. Wir brauchen von Zink die Molmasse 65,39, wir brauchen von Zinksulfid die Molmasse 97,45 Gramm und dann haben wir 73 Milligramm Zinksulfid ausgefüllt und daraus folgt wieder mit dem gegenüberliegenden Normalmengen durch Nest teilen 48,98 Milligramm Zink waren da in der Lösung. So. Jetzt müssen wir ausrechnen, wie viel ist denn da Zink im Zinksalz. Das heißt, wir haben diese 48,98 Milligramm Zink mal 100. Und jetzt haben wir das ja noch alle quotiert. Das heißt, also wir haben 250 Milliliter aufgefüllt und haben dann 100 Milliliter abgenommen. So, und das Ganze haben wir in 236,8 Milligramm Zinksalz gehabt. Und in 100 Meter haben wir es bestimmt. Ja, von 250 Meter auf 100 Meter ist dann ein adäquater Teil von 2,5 oder ein adäquater Faktor von 2,5. Wir sehen, Meter kürzt sich raus. 100 Meter auch. So, Milligramm. Im Wert also nur noch 48,98 mal 250 durch 436,8. Und da kommen raus 28,04% Zink im Zinksalz. So. Genau. So, die nächste Aufgabe. Wir wollen Aluminium bestimmen in der Legierung und haben dazu ein bisschen was eingewogen, das aufgelöst und fällen das mit 8-Hydroxychinolin aus. Das sieht so aus, das hat so einen Benzolring und noch einen zweiten daneben. So, da ist Stickstoff drin statt Kohlenstoff und da ist nur H-Gruppe. Jetzt bauen wir noch die Doppelbindung ein. Zack, zack. So, da ist es. Und
Das bildet dann mit Aluminium ein Komplex. Dieser Komplex sieht auch sehr komplex aus. Wir machen also mal Aluminium in die Mitte. Wir sehen, da ist ein Wasserstoff und wir haben Aluminium mit drei positiven Ladungen. Das heißt, wir brauchen dreimal dieses Acetylhydroxycholin. Da gibt es immer zwei Bindungen, die da ausgebildet werden. Immer eine dative oder koordinative Bindung vom Stickstoff und eine richtige Bindung vom Sauerstoff. So, hier die dritte Bindung. Einmal. Und gut ist. So. Zack, da kommt das zweite Molekül. Und wieder dative Bindung von Stickstoff und normale Bindung über das Sauerstoff vom zweiten. Dann zack, zack. Und jetzt das Ganze noch einmal. Das baue ich mal eben so quer ran. Jetzt haben wir das hier auf die Seite gedacht. So, zack, zack. Stickstoff muss da unten ran. Da ist er. So. Zweites. Entschuldigung. Und Doppelbindung, zack, zack, so. Dative Bindung vom Stickstoff. Und jetzt muss man ein bisschen länger ziehen vom Sauerstoff. So ungefähr sieht das Ding aus. Ein bisschen unübersichtlich. Ja, aber eigentlich nur dreimal diese Acetylhydroxycholin sozusagen am Aluminium dran. So, wir brauchen die Mondmassung Aluminium, die ist nicht so groß. 46,9815 Gramm. Hoppala. Und dann brauchen wir noch die Mondmasse von dem Komplex, die ist natürlich sehr hoch. 459,439 Gramm und dann haben wir 103,1 Milligramm ausgewogen. Und jetzt ist die Frage, also das ist, ich habe jetzt gleich den Mittelwert genommen, ja, von 102,8 und 103,4, das kann man ja irgendwie im Kopf fast rechnen. Ja. Und jetzt rechnen wir aus, wie viel Aluminium denn wohl dahinter steckt. Und daraus folgt 6,05 Milligramm Alu. Toll, ne? So. Aber jetzt die halbe Miete. Wir müssen noch gucken, wir wollen ja wissen, sozusagen, wie viel sind, und dann haben wir auch noch aliquotiert. Also da müssen wir noch ein bisschen was berechnen. Also hier ist gleich 6,05 Milligramm Alu. Ja, das Ganze multipliziert mit 500 Liter, auf die wir aufgefüllt haben. Und damit wir mal auf Prozent kommen. Ansonsten würde man einfach W rauskriegen mit 0, irgendwas. Ja. Das ist jetzt eine Geschmacksfrage, ob man das mit 100 multiplizieren möchte oder nicht. Und dann müssen wir das teilen durch 1000, weil wir haben ja 1,3484 Gramm eingewogen. Also wir könnten jetzt entweder gleich in Milligramm umrechnen oder wir nehmen das mal 1000 mal 1,348 Gramm. Dann kommen wir aufs Gleiche. Wir können auch Gramm im Milligramm umrechnen. Ja, also die 1000 ist nur sozusagen für Gramm im Milligramm. Dann haben wir 25 Liter abgenommen. Wir sehen, wir können Milligramm kürzen. Wir können Milligramm, Milliliter kürzen. Milligramm können wir deswegen kürzen, weil wir unten die 1000 haben. Dann. Und ja, dann geht's los. 8,98% Aluminium sind da drin. In der Legierung. So, zweimal unterstrichen. Das ist das Ergebnis. Neues Spiel, neues Glück.
Eisen 3-Ionen werden gefällt mit Hydroxid-Ionen und dann fällt da Eisenhydroxid aus. Ich glaube, das haben sie auch schon gemacht im ersten Layer und dann wird das weiter abgearbeitet mit Temperatur, richtig im Muffelofen, wird das Wasser quasi rausgetrieben und Rost bleibt übrig. So, H2O verdampft. Jetzt haben wir zwei Eisen hinten im Eisenoxid, das heißt, wir müssen auch zwei Eisenhydroxid ausfällen und vorne zwei Eisen haben. Dann haben wir sechs OH-Gruppen für das Eisenhydroxid, also brauchen wir sechs Hydroxidgruppen. Und hinten verbasteln wir noch drei Wasser, dann ist das ausgeglichen. So, Molmaß von Eisen 55,847 Gramm und die Molmaß vom Eisenoxid 159,692 Gramm. Und 114,4 Milligramm haben wir ausgewogen. Und das erzeugt dann 80,02 Milligramm Eisen. 3 plus. So, 80,02 Milligramm und das ist ja nur ein Zwischenergebnis. Jetzt müssen wir das noch umrechnen, weil wir haben das ja auf 500 Liter verdünnt und haben dann nur 50 Liter dieser Lösung genommen. Und am Ende wollen wir auch noch eine Angabe in Gramm pro Liter haben. Also wir nehmen mal die 80,02 Milligramm und multiplizieren das mit 500. So. Also 20 Meter, die haben wir am Anfang gehabt, 50 Meter nehmen wir ab. Der aliquote Teil, das ist hier so 5 rauskürzen. Dann müssen wir nur 80,02 durch 2 teilen, das geht eigentlich ganz gut. 40,0 Milligramm pro Milliliter oder wir können das Milli noch verkürzen, Gramm pro Liter. Also. Eigentlich 3 plus. Die nächste Aufgabe ist kurz und schmerzlos. Wir haben wieder einen Wechsel von Sauerstoff. Wir haben Zinkoxid und reduzieren das Zinkoxid mit Hilfe von Kohlenstoff. Dabei entsteht dann Kohlenstoffmonoxid, aber auch metallisches Zink. So, wir haben also 81,39 Gramm pro Mol für Zinkoxid, 12,011 Gramm für den Kohlenstoff, 530 Kilogramm von dem Zinkoxid setzen wir ein. Das hat aber nur eine W von 35,3%, das ist also nur 35,3%ig sauber. Folglich können wir das gleich da mit multiplizieren und dann kommen wir auf 58,9 Kilogramm Kohlenstoff, den wir dafür einsetzen müssen. Ganz einfach. So, neue Aufgabe. Wir wollen Eisen-3-Chlorid-Hexahydrat herstellen aus Eisenoxid, Fe2O3. Das versetzen wir mit Salzsäure, um das Chlorid herzustellen. FeCl3 mal 6 H2O, 6 Wassermoleküle sind im Kristall so gebunden, dass sie für ein Eisen-3-Chlorid reichen. Weil wir 6 H2 haben, brauchen wir auch 12 Chlorwasserstoffe, also 12 Salzsäure. Und dann haben wir wieder 12 Salzsäure, bedingt wieder 4 FeCl3. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir 2 Rost brauchen am Anfang. So, 12 mal 36,461 Gramm für Salzsäure und 4 mal 270,297 Gramm für das Eisen-3-Chlorid. Ja,
250 Gramm sollen wir herstellen. Das heißt, wir brauchen 101,17 Gramm HCl. 100% allerdings. Jetzt haben wir ja keine 100% gesagt, aber das wäre ja ein Gas. So. Müssen wir also noch ein bisschen was rechnen. So, dann gucken wir mal. Wir müssen jetzt sozusagen von der 100%igen Salzsäure kommen und müssen auf 26 runterrechnen. Wir brauchen also etwas mehr. Also wir nehmen 101,17 Gramm von der Salzsäure und teilen das durch 0,26, weil wir eine 26%ige zur Verfügung haben. Und dann kommen wir auf 389,11 Gramm HCl 26%. Und jetzt müssen wir noch ausrechnen, wie viel Milliliter wir brauchen. Da machen wir schon mal einen Haken hinter, beziehungsweise unterstreichen das einmal als Zwischenergebnis. Und nehmen uns jetzt nochmal die 389,11 Gramm HCl und rechnen über die Dichte, also durch 1,129 Gramm pro Kubikzentimeter aus. Milliliter gebrauchen. Das sind 344,65 Kubikzentimeter oder Milliliter HCl 26%. Doppelt unterstreichen. Fertig ist es. So, jetzt wollen wir Bariumcarbonat auflösen mit Salzsäure. Und daraus wird dann Bariumchlorid. Natürlich bleibt noch Wasser übrig und CO2 blubbert raus. Die starke Säure vertreibt die schwächere Säure aus ihren Salzen. Schwächere Säure, Carbonat, pfeift ab als Selter. Also CO2 plus H2O ist ja nichts anderes als Kohlensäure. Und das ist quasi die schwächere Säure, die ausgetrieben wird. So, genug erzählt. 197,34 Gramm Bariumcarbonat. 36,461 Gramm Salzsäure und 12,3 Gramm Bariumcarbonat setzen wir ein und das wird dann, oder wir verbrauchen dafür 4,55 Gramm Salzsäure, aber 100%ige Salzsäure. So. 12,3 Gramm Bariumcarbonat aufzulösen. So, jetzt müssen wir umrechnen. Also 4,55 Gramm Salzsäure. Wie viel brauchen wir denn, wenn wir nur eine 18,6%ige haben? Das heißt, wir teilen das Ganze durch 0,186. Auf 24,44 Gramm Salzsäure 18,6%ig. Aber, das haben wir nicht gefragt, sondern wie viel Milliliter brauchen wir? Das heißt also, nochmal die Masse geteilt durch die Dichte. 24,44 Gramm Salzsäure durch 1,09 Gramm pro Kubikzentimeter. Damit kürze ich weg. Und dann kommen wir auf 22,4 Milliliter HCl 18,6%. So, Endergebnis doppelt unterstrichen. Fertig. So, wir haben Benzol. Und wollen das bromieren und erhalten dann Brombenzol. Da ist es. Und jetzt müssen wir eigentlich nur die Ausbeute in Prozent berechnen. Dafür brauchen wir erstmal die Molmasse von Benzol, 78,113 Gramm und
und Brombenzol 157,01 Gramm. Und wenn wir jetzt 82,5 Kilogramm Benzol einsetzen, dann müssten wir eigentlich 185,83 Kilogramm Brombenzol rauskriegen. Tun wir aber nicht. So. Also W ist gleich das, was wir rausgekriegt haben, nämlich die 80,3 Kilogramm Brombenzol geteilt durch das, was wir eigentlich erwartet hätten, mal 100. Also die 165,83 Kilogramm. So, Kilogramm kurz aus. Schwupp, schwupp. Und schon haben wir W von 48,4%. Das ist die Ausbeute. Brombenzol. Streich mal doppelt, dann verliert es. So, wir wollen Bortrioxid herstellen. Wir wollen aus Bortrioxid mit Natriumbor herstellen. Das heißt, also auch hier wieder das Unedlere, nämlich das Natrium entzieht dem Edleren, nämlich dem Bor, den Sauerstoff. Und dadurch, dass wir drei Sauerstoffe haben im Bortrioxid, brauchen wir auch drei Natriumoxid hinten. Und daraus ergeben sich wiederum drei Natrium. Und weil wir B2O3 haben, brauchen wir auch zwei Bor, die hinten entstehen. So, Molmasse von Bortrioxid 69,62 Gramm. Molmasse von Bor 2 mal 10,81 Gramm. Müssen wir mit 2 multiplizieren, weil wir zwei Stück haben. Wollen wir da jetzt 3,5 Gramm Bor haben wollen. Wissen aber, dass die Ausbeute nur 75% beträgt, dann müssen wir das durch 0,75 teilen, weil wir müssen ja entsprechend mehr herstellen wollen. Ja? So. Und wenn wir das dann so in den Dreisatz gleich einsetzen, dann können wir das hier auf die Kürze rechnen und kommen auf 15,03 Gramm Bortrioxid, die einzusetzen sind. So, wir wollen Calciumcarbid herstellen. Dafür nehmen wir Calciumoxid und Kohlenstoff, brennen das Ganze und dann kommt Calciumcarbid raus und Kohlenmonoxid. So, jetzt müssen wir mal gucken, wir haben auf der rechten Seite zwei Kohlenstoffe und noch eins, also drei Kohlenstoffe. Die müssen wir dann auf der linken Seite auch finden, also machen wir da drei vor und der Rest stimmt. Damit ist die Gleichung ausgeglichen. Jetzt brauchen wir die Molmassen vom Kohlenstoff, 12,011 Gramm. Drei davor, weil wir haben drei Kohlenstoffe in der Gleichung. 64,10 Gramm fürs Calciumcarbid. So, dann 2,4 Tonnen Koks setzen wir ein mit W97%. Also mal 0,97. Und jetzt müssen wir noch berechnen, nämlich dass wir nur 85% Ausbeute haben. Also wir multiplizieren das nochmal mit 0,85. Und das Calciumcarbid, was wir rauskriegen, das soll nur 90%ig sein. Also das kann nicht rein sein. Das heißt, wir können etwas mehr herstellen von dem dreckigen Zeug. Deswegen kommt es unter den Bruchstrich 0,9. Ja? Also alles, was die Ausbeute vermindert, kommt auf den Bruchstrich und alles, was die Ausbeute erhöht, kommt unter dem Bruchstrich. So. Und wenn wir das wieder dann den Rest als Dreisatz nehmen, dann kommen wir auf 3,91 Tonnen Calciumcarbid, 90%ig, was wir herstellen können. So, last but not least, ein bisschen was mit Strom. Wir haben eine Natriumchloridlösung, eine wässrige, also Natriumchlorid und Wasser. Und jetzt wird an der einen Elektrode daraus Natronlauge. Also man setzt eigentlich Natrium frei, aber mit dem Wasser wird das sofort zum Natronlauge umgesetzt. Und an der anderen Elektrode würde theoretisch Chlor entstehen, aber man erzeugt dann Salzsäure. Natriumchlorid, Molmasse 58,443 Gramm.
Natriumdioxid 39,997. Und jetzt sehen wir, wir haben aber Ausbeuteverluste von 5% tatsächlich. Das heißt also, kommen nur 95% raus, also wir nehmen mal 0,95. Und bei der Salzsäure haben wir 36,461 als Molmasse und haben 20% Ausbeuteverluste, also es kommen nur 0,8 raus. Also 80%. So. Und dann sollen wir auch noch eine Salzsäure herstellen von 36,2%. Das kommt dann wieder unterm Bruchstrich. Weil wir wieder kein 100% herstellen, sondern 36,2%, deswegen Ausbeute erhöht und das ist unterm Bruchstrich. Wir packen jetzt hier ganz viel schon auf einmal rein, was wir vorhin die ganzen Male alle einzeln ausgerechnet haben, aber Sie sind ja schon Profis, deswegen glaube ich, können wir das jetzt hier alle schon oben mit in die einzelne Gleichung einpacken. So, jetzt setzen wir ein 150 Kilo Steinsalz, das aber nur 90% ist, also 150 mal 0,9 Kilo Steinsalz. Jetzt wieder der Rest ist Dreisatz. Ja, Sie müssen nur aufpassen, dass wir mit Punktrechnung und so, Strichrechnung, alles richtig hinkommen. Und dann kommen wir auf 87,8 Kilogramm Natriumhydroxid, die wir herstellen. Und 186,1 Kilogramm HCl. Schon 36,2%. Weil wir das oben alles schon so toll eingegeben haben. Das war die letzte Aufgabe. Mehr gibt es nicht.